Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Denise. Und ich bin Nicole. Wir machen eine Ausbildung zu PKA und zeigen dir jetzt mal, was man da den ganzen Tag so macht. PKA. Das steht für pharmazeutisch-kaufmännische Angestellte oder Angestellter. Und hier in der Apotheke hast du heute deinen ersten Tag. Was dich hier wohl erwartet? Hallo, hier ist Frau Schulz aus Ihrer Apotheke. Ja, wir haben im Moment keine Wärmepflaster da. Ich würde Ihnen gerne eins bestellen, wenn das in Ordnung wäre. Hier im sogenannten Backoffice, dem Büro hinter dem Verkaufsbereich, wirst du dich als PKA oft wiederfinden. Denn zu den organisatorischen Aufgaben gehört zum Beispiel das Aufnehmen von Bestellungen. Die 8280. Darunter liegt es dann bereit. Danke! Das sieht super aus, Denise. Sehr Danke. Schön. Schöner Warendruck. Hast du schon die Proben bestellt für die Aktion? Ich habe Proben bestellt und wir haben auch schon uns um eine Schaufensterbeklebung gekümmert. Super, genau. Sehr gut. Den Verkaufsbereich in einer Apotheke nennt man Offizin. Und hier kannst du deine kreative Ader ausleben. Das Dekorieren des Schaufensters und die Gestaltung von Sonderaktionen im Geschäft wie auch auf den Online-Plattformen der Apotheke gehören nämlich mit zu deinen Aufgaben. Na, habt ihr es klingeln hören? Die Warenannahme und die Abfertigung der Lieferscheine fallen auch in den Bereich der PKA. Das ist ein wichtiger Job, denn eine Apotheke bekommt mehrmals am Tag Lieferungen. Und was mit den Bestellungen passiert? Das schauen wir uns jetzt an. Super. Vielen Dank. Danke auch. Ciao. Tschüss. Und das ist die Bestellung von heute Morgen. Jetzt wird die Bestellung ausgepackt und wegsortiert. Kannst du dich noch erinnern? Da wurden doch heute Wärmepflaster über das Telefon bestellt. Vielleicht sind sie schon in dieser Lieferung dabei. Ah, die Wärmepflaster für Frau Meier sind da. Habt ihr schon Sabine kennengelernt? Sabine ist unser Kommissionierer. Hier wird die gelieferte Ware eingescannt. Sabine sortiert diese dann ein und bei einer Bestellung wird sie vorne wieder ausgegeben. Hallo. Hallo. Ich hatte angerufen und ein Wärmepflaster bestellt. Ja, das habe ich schon beiseite gelegt. Da haben wir es. Ach super. Schön, dass es heute noch geklappt Gerne. Hat. Gerne. Wir haben dann 12,90 Euro. Ich kassiere die Dame jetzt noch ab und habe dann Feierabend. Ich hoffe, dein erster Tag hat dir gefallen als PKA und wir sehen uns bald wieder. Tschüss. Und auch wir verabschieden uns von dir. Wir hoffen, du konntest einen guten Einblick gewinnen. Bis bald!